Da sind unsere Zwerge, unsere Helden unterwegs in der glühend heißen Wüste, die Orks im Nacken. Kaum noch Proviant. Was ist denn da passiert? Kann ich euch sagen. Großer Dank an die Entwickler von KingArt Games, die hier binnen ganz, ganz kurzer Zeit mir ein Safe, einen Spielstand repariert haben, den, mit dem ich euch hier das Preview-Let's Play der Beta-Version der Zwerge zeige. Ich hatte ja jetzt eine kurze Pause von ein, zwei Tagen bei der Aufnahme und im Let's Play, weil ich nicht vorankam. Und das lag daran, wie wir dann rausbekommen haben, dass ich mit einer Version gespielt hatte, die eine Vorab-Version war, also eine doppelte Vorab-Version, die ich bereits bekommen hatte, bevor die Beta-Version rauskam. Und dadurch gab es einen bestimmten Fehler hier drin, der bei der anderen Beta-Version, die den normalen Unterstützern überhaupt gar nicht zur Verfügung steht. Die haben eine neuere Version gehabt und dadurch kam ich ja nicht mehr voran. Und jetzt haben die Entwickler tatsächlich meinen Spielstand repariert. Das fand ich sehr, sehr cool und haben mir schöne Grüße mitgegeben an euch und lassen euch ausrichten, jetzt geht's weiter. Machen wir auch sofort. Aber warum ohne Proviant? Weil beim Reparieren des Saves nicht alles haarklein so wiederhergestellt werden konnte, wie es war. Das heißt, jetzt haben wir statt 10 Nahrung waren das, glaube ich, oder 5, jetzt haben wir nur noch 0. Müssen also wirklich hoffen, dass wir hier in der Oase, auf die wir uns zubewegen, dass wir da was bekommen. Und wir haben auch ein paar kleinere Änderungen hier im Inventar und stehen andere Artefakte, andere Gegenstände zur Verfügung als zuvor. Ich habe das jetzt mal ein bisschen umsortiert, aber das kriegen wir alle schon gebacken. Das bekommen wir hin. Davon lassen sich doch echte Helden des geborgenen Landes nicht abschrecken, wenn sie ihre Mission durchführen wollen. Und die besteht darin, runterzurennen nach Ogatod, hier zu der Festung der Zweiten, der Zwerge, um dort nach dem Rechten zu sehen und vor allem natürlich erst einmal das eigene Leben zu schützen, die Orks und die Ogre im Nacken. Ihr seht die Oase bereits aus einer Tagesreise Entfernung. Doch im Schimmer der Mittagssonne bist du dir nicht sicher, ob es sich nicht nur um eine Fata Morgana handelt. Doch die Zwillinge bestehen darauf, dass es hier ein Dorf gibt und die Aussicht auf ein Dach über dem Kopf für die Nacht treibt euch voran. Je näher ihr der Oase kommt, desto mehr beschleicht euch das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Es ist zu still und ihr seht keinerlei Bewegung. Als ihr das Dorf betretet, bewahrheiten sich eure Befürchtungen. Eure Feinde waren bereits hier. Das geht gar nicht gut. Da stellt sich doch die Frage, müssen wir uns Sorgen machen? Ja, klar, natürlich auch um die Bewohner der Oase. Ich dachte jetzt eigentlich mehr an uns. Bekommen wir jetzt Nahrung? Die brauchen wir nämlich dringend. Auch für unser eigenes Überleben. Die Verletzungen, die Tungdil zum Beispiel hat, das waren eben noch 4 Stück, die heilen nur dann, wenn wir über Nahrung verfügen. Was werden wir hier erleben? Nacht. Düsterheit. Ich mache mein Feuerzeug an. Nein, mache ich natürlich nicht. Wir schicken unsere Heldengruppe mal vorwärts. Wir steigen hier alle auf einmal. Ich blick mich mal nach rechts. Um in die Mitte nach oben. Was finden wir hier oben? Ein paar aufgesteckte Leuchten. Ein paar Fackeln beleuchten die Szenerie. Man hört fast nichts, das ist nicht gut. In der Oase sollte eigentlich auch nachts geschäftiges Treiben sein. Da hört man die Menschen zwar nicht unbedingt reden, aber zumindest auch schnarchen. Hier ist indes nichts. Überhaupt gar nichts. Das ist eine Falle, ich sage es euch. Wenn es das ist, werden wir es bald wissen. Gute Möglichkeit, hier eine Falle rauszukriegen. Einfach mal reintapsen und zuschauen, wie sie ausgelöst wird. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ganz und gar nicht gefällt mir das. Wir wanken mal mit allen Leuten hier rum. Noch mehr Leuchtfeuer. Weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Da unten ein Haus. Ich finde dort ein paar Schlauch. Oder ein Zelt. Wo sind alle? Hallo? Jemand hier? Ihr schreckt alle zusammen. Du schaust Boindil wütend an. Er zuckt entschuldigend die Schultern. Der Mann versteht es echt, sich heranzupirschen.
Boindil, Boindil, Mensch. Das sollte doch glatt das Sprichwort vom Elefant, der sich durch den Porzellanladen bewegt, umbenannt werden in: Der ist so laut und so trampelig wie ein Zwerg, der durch eine Oase rennt. Immerhin wissen wir jetzt, warum das eine Oase ist. Hier ist Wasser. Ein großer Teich. Das ist die Quelle des Wohlstandes hier. Oh, oh, schaut mal, was da im Hintergrund ist. Da liegen Tote auf dem Boden. Denen hat auch das Wasser nichts mehr genützt. Bitte. Das ist eine Falle. Wir sollten... Willkommen in Tasknar. Ich bin sicher, die Einwohner würden euch auch begrüßen, wenn sie es dennoch könnten. Du erkennst den Alp sofort wieder. Du hast ihn mit den Ork-Anführern gesehen und er ist dir nach Grünhain im Traum erschienen. Oder nein, nicht im Traum. Sintoras! So treffen wir uns wieder, Tumdil. Wie hat dir meine Arbeit im Stollen gefallen? War doch ein netter Anfang, oder etwa nicht? Ein unheimliches Lächeln legt sich auf Sintoras Lippen. Wundervoll. Ich sehe den Hass in deinen Augen. Komm, hol dir deine Rache. Puh. Tungel ist wieder im Kampf, obwohl es dem gar nicht gut geht. 4 Verletzungen, wir können ihn nicht abwählen und von den anderen. Also, ich vermute mal, dass Sintoras nicht alleine gekommen ist. Ich möchte auf jeden Fall mit dabei haben Jerun, weil der ihm gut im Kampf ist gegen einzelne sehr starke Gegner. Hier zum Beispiel mit dem Tritt oder mit dem mächtigen Hieb. Vielleicht bekommen wir den Sintoras sogar betäubt. Das wäre gar nicht so schlecht. Und Horror ist wenigstens eine Fähigkeit, mit der wir auch viele Gegner treffen können. Andokai wiederum möchte ich alleine schon deshalb mit dabei haben, weil wir mit Andokai und mit Jerun bislang so wenig gekämpft haben. Ich möchte euch ja etwas Abwechslung bieten. Explosion, da können wir Gegner an uns ranziehen. Verbrennung und Kettenblitz, das ist gut gegen Gegnergruppen. Vielleicht verzichten wir erneut auf Boindal. Das wäre eine Möglichkeit, weil das ist ja auch nicht der schnellste. Und Boindil wiederum könnte gut geeignet sein, um Sintoras zu stellen. Ich wähle den mal ab. Dann haben wir auf jeden Fall Boindil dabei. Der bekommt ja den Talisman des Angriffs, erhöht den Schaden bei Spezialattacken. Er hat ja zum Beispiel den Kettenblitz, das heißt laufend kleine Schadensboni bekommt er dadurch. Tungdil wiederum habe ich den Talisman der Unauffälligkeit gegeben, damit die Aggressivität der Feinde ihm gegenüber reduziert wird. Den kann er auch dringend brauchen, so schwach wie er ist. Dann nehmen wir die beiden hier noch mit, Andokai und Jerun, und auf in den Kampf. Und da hinten habt ihr schon die Bewegung gesehen am Horizont. Da kommen sie schon. Wir müssen uns das wahrscheinlich aufteilen. Wir müssen uns irgendwie aufteilen, wer hier mit wem kämpft. Ich nehme hier auf jeden Fall Jerun als... Da oben, der ist ja oben als Bogenschütze. Wir müssen den irgendwie stellen. Ich bewege den mal hier hin, den Jerun. Hm? Tungdil, oh, da müssen wir echt aufpassen. Der hat zwar genug Lebenspunkte hier, aber die ganzen Verletzungen, das gefällt mir. Und jetzt? Oh. Ja? Oh, schaut mal, der hat auch so einen grauen Lebensbalken. Was denn? Der Tungdil. Der ist ja, der Lebensbalken wird gar nicht angezeigt. Den ziehe ich mal weiter nach hinten. Und mit Boindil können wir sofort einen Sprungangriff machen. Hier oben drauf. Mit ein bisschen Glück schubsen wir den dann runter. So machen wir das. Wir schubsen den runter, dann fällt er hier hin. Dann nehmen wir uns Andokai, die rennt nach vorne. Dann nehmen wir uns Jerun und rennen mit dem hier hin und setzen mal drauf, dass das Runterschubsen geklappt hat. Oh, es hat geklappt. Das ist wunderbar. Und jetzt werden wir Andokai uns schnappen und direkt hier drauf und Jerun natürlich auch. Und Boindil hat genug Punkte, um auch, na, rennt auch sofort wieder hierhin runter. Ich hoffe, das geht über einen Sprung. Ne, geht nur oben rum. Dann schicken wir Boindil in die Gegnermassen hier hinten rein. Aber nicht von da hier, oh ne, aber nicht so, nicht so. Wir schicken den hier oben entlang. Der soll hier hinlaufen und dann von da oben in die Gegnermassen rein. Oh, die kommen schon von alleine. Ich stelle das schon fest. Jerun, sehr schön. Jerun kann jetzt sogar sofort gegen den, der auf dem Boden liegt, einen besonders schlimmen Angriff durchführen. Nämlich hier, den mächtigen Hieb. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir Andokai nicht erwischen. So. In den Kegel rein.
Und Andokai wiederum? Was macht die? Andokai lassen wir mal einfach in die Menge reinfeuern. Nach da vorne rein. Dann treffen wir sowohl den Sintoras als auch die da kommen. Und Tundil, mit dem kämpfe ich erstmal. Nein, mit dem kämpfe ich nicht mit, habe ich gesagt. Die kommen von allen Seiten. Wir müssen aber Sintoras töten. Tundil sofort wieder zurück. Einverstanden. Das ist ja echt ein Albtraum hier. Ich habe gedacht, er wäre da oben in Sicherheit. Und mit Boindil machen wir einen Sprungangriff. Jetzt. Hier rein? Nee, noch nicht. Es ist noch zu früh. Mit dem rennen wir hier hin. So, jetzt kann Boindil aber springen. Oder ein bisschen weiter nach vorne vielleicht. Aber klar. Jetzt bin ich aber gespannt. So, und die liegen wieder auf dem Boden. Jetzt kann Jerun. Sintoras hat schon ein Viertel der Lebenspunkte verloren. Das ist gut. Jerun hat genug, um nochmal einen solchen Angriff durchzuführen gegen Sintoras. Und Andokai wiederum kann, ich mach mal kurz danach. Oh, der hat sich weggehext, oder? Mist. Wohin hat er sich gehext? Wo ist er gelandet? Da hinten, so weit weg. Nein. Wir müssen uns erstmal um Boindil kümmern. Kann er einen finalisieren? Kann er nicht. Mist, das ist echt ganz... Wir müssen... Ja. Wir müssen das anders lösen. Er hat sich da oben hin bewegt. Wir müssen mit allen da oben hinrennen, auch wenn er dann wieder weglaufen wird. Wir schnappen uns alle und laufen da oben hin. Anders geht's nicht. Unsere Aufgabe ist, der wird natürlich wieder abhauen, aber unser Job ist es. Jetzt bin ich aber gespannt. Vielleicht bringt's was. Der kommt nur mühsam voran. Kann Tundil springen? Tundil muss nicht springen. Einverstanden. Tundil rennt hier hin. Boindil ist da. Boah, ist der fix. Der ist gleich bei seinem Gegner. Aber wir machen das anders. Wir machen wieder einen Sprungangriff hier rein. Dann schmeißt er auch den wieder runter mit ein bisschen Glück. Und mit den anderen wiederum. Ah, Mist, ich hätte nicht... Jerun läuft hier oben hin. Andokai. Mist, die ist hier. Die kann auch vor allem nicht... Die muss mal zwischendurch einen Kampf machen. Die muss die mal alle an sich ranziehen und wegschicken. Tundil rennt hier oben hin. Und jetzt? Boindil, nee, wir schmeißen den nicht runter. Das ist Quatsch. Weil dann verletzt er sich zwar geringfügig, aber ich schmeiß den lieber hier so rum. So, jetzt ist er wieder umgeschmissen, liegt hier. Jetzt kann er auf den draufschlagen, während er da liegt. Der hat nur die Hälfte der Lebenspunkte. Tundil ist hier. Den schicke ich auch, den Angriffsbefehl dahin. Und Jerun ebenfalls, Angriff auf den, der auf dem Boden liegt. Andokai hat jetzt viele umgeschmissen und wird jetzt erstmal ein paar Leute finalisieren, um wieder mehr Aktionspunkte zu bekommen. Spüre meine Macht! Was denn? Das Blöde ist, uns gehen jetzt die Aktionspunkte aus. Wir können doch nicht mal Klingensturm mehr machen. Nochmal rübergeguckt zu Andokai. Kann ihn noch jemand finalisieren? Ja, hier. Das wird jetzt wehtun. Ja? Tundil, wo ist... Der liegt immer noch auf dem Boden, der Sintoras. Ja, drauf, kommt drauf. Hext er sich jetzt wieder weg? Ich muss nur der ist noch da. Ausruhen. Der ist noch da, der ist betäubt. Das ist eine gute Gelegenheit. Dann nehmen wir Jerun und machen den mächtigen Hieb gegen den Gegner. Und Boindil hat nicht genug Aktionspunkte für irgendeinen Angriff. Der muss notgedrungen sich hier einen Aktionspunkt holen. Bei dem Ork, der da auf dem Boden liegt. Was
denn? Andokai hat jetzt wiederum eine Menge Aktionspunkte und sollte auch schnell wieder... Ah, die kommt nicht bis da oben hin. Wir machen erstmal nur... Das macht ja echt keinen Sinn hier. Ich kann im Augenblick im Kampf nicht eingreifen da oben. Es tut mir herzlich leid. Wir setzen hier nochmal einen auf Explosion. Und Tundel. Wiederum. Wo ist Tundel? Steht direkt. Moment. Ach, Boindil ist runtergefallen? Wo ist der denn? Da müssen wir mal einen Moment abwarten. Tundel steht hier direkt neben Sintoras. Da macht Tundel jetzt den Ausfeger, damit der Gegner stürzt. Dafür muss er aber auf dichter den an den ran. Holen wir uns erstmal hier einen Aktionspunkt, ist dann Quatsch. Wir gehen ein bisschen dichter ran noch. Auf den Weg! Jetzt sind wir ganz dicht dran. Dann machen wir jetzt den Ausfeger, sodass der stürzt. Das klappt. Ich versuch's mal einfach. Oder wir gehen auf Nummer sicher und machen hier den Schmiedearm. Und Boindil? Wo ist Boindil denn hin? Was war das? Ich habe genug vom Kämpfen. Zeit, dass wir in eure Heimat kommen. Bevor wir ein kaltes Bier genießen können, stehen uns noch einige Tage in der Wüste bevor. Je länger wir reden, desto später kommen wir zu unserem Bier. Gehen wir. Was ist gerade passiert? Bin mir nicht ganz sicher. Wir haben den Kampf anscheinend erfolgreich durchgeführt. Ich denke mir mal, wir haben den Sintoras so sehr verletzt, dass er den Kampf aufgegeben hat. Weil wir hatten zwar das Ziel, Sintoras töten, aber das war eh vollkommen illusorisch. Er wird uns als Gegner sicher noch eine ganze Weile beschäftigen, aber wir haben ihn abgehängt. Wir haben ihn geschwächt, er zieht sich zurück. Ich denke, das ist gerade passiert. Das Problem ist, wir haben keine Nahrung mehr dazu bekommen. Und haben hier viele Verletzungen bei unseren Leuten, die allesamt nicht heilen werden, weil uns die Nahrung fehlen. Das ist echt blöd. Wenn wir jetzt einen Zwergenhändler in der Nähe hätten, das wäre gut, haben wir aber nicht. Wir können nur raufrennen zur Festung der Oger und die Leute hungern lassen. Anders geht's nicht. Und weiter in die Richtung. Und hierhin. Gleich sind wir oben angekommen. Seit Tagen zieht ihr durch die Wüste. Der Sand ist einfach überall. In euren Schuhen, unter eurer Kleidung, in eurem Mund und euren Augen. Selbst die behelfsmäßigen Stoffe, die ihr euch um den Kopf gewickelt habt, helfen nur bedingt. Das ist nicht gut. Wir dürsten, wir sehen nichts, wir haben den Mund voll Sand, aber hätten wir ihn lieber voll Wasser. Immerhin sollten wir in Kürze bei der Festung Ogertod sein. Nur mal kurz zur Erinnerung, was das ist. Das geborgene Land ist umringt von Festungen der Zwerge in 5 Richtungen. Was hätte ich gesagt, in 5 Himmelsrichtungen, aber ich kann ja bis 3 zählen, das ist ja Quark. Und hier in der Festung des zweiten Zwergenstammes, da will Andokai sich dann entscheiden, ob sie weiterzieht oder nicht. Sie setzt ja eigentlich kein Pfifferling mehr auf die Zukunft des geborgenen Landes und hat gesagt, hier will sie das geborgene Land verlassen. Sie glaubt nicht, dass man das Land noch retten kann. Während Tundel darauf setzt, dass er sie irgendwie dazu bewegen kann, hier zu bleiben. Und Boindil und Boindal wiederum hatten ja die Quest in Auftrag bekommen, Tundel hier hinzubringen. Mit letzter Kraft verlasst ihr endlich den 40 Meilen breiten Sandstreifen, der euch noch von Ogertod trennt. Es ist, als würdet ihr durch eine Wand treten, als das Toben des Windes und Sands plötzlich verstummt. Vor euch ragt ein gewaltiges Bergmassiv in die Höhe. Das blaue Gebirge. Die Berghänge werfen lange Schatten auf die darunter liegende Festung Ogertod, welche sich an die Ausläufer des Gebirges schmiegt. Mit ihren 4 untereinander liegenden Verteidigungsterrassen sieht sie selbst aus der Ferne beeindruckend aus. Mit jedem Schritt wächst deine Vorfreude, zum ersten Mal eine echte Zwergenfestung zu betreten, und du fühlst, wie die Kraft in deine Glieder zurückkehrt. Es ist fast geschafft. Und? Wie geht es weiter? Was werden wir in Ogertod erleben?
Es ist fast geschafft. Es ist noch nicht ganz geschafft. Wie geht es mit unserer Heldengruppe weiter? Wie spektakulär sieht diese Festung aus? Wie fürstlich wird Tungdil erwartet werden? Welche Entscheidung wird Andokai treffen? Wird sie Jerun mit sich nehmen? Mein Großkönig, hier stehe ich vor dir, weil du mich gerufen hast, um dir auf den Thron nachzufolgen. Seige. Gegrüßt. Bevor du zum Nachfolger des Großkönigs gewählt wirst, höre, welche Herausforderungen auf dich warten. Orkhorden ziehen durch den Norden und den Westen, und das Tote Land regt sich. Anscheinend können die Zauberer die Barrieren nicht aufrechterhalten. Das beschert uns die einmalige Gelegenheit, die letzten Elben in Alandur anzugreifen. Sie sind geschwächt, das Tote Land setzt ihnen zu. Lasst uns die Verräter ein für allemal vernichten. Ja, richtig, genau. Hört, hört. Wahnsinn, was redest du da? Ich erkenne dich nicht wieder, König Gandugar. Die Elben sind Bewohner des geborgenen Landes. Hat dein Hass auf sie deinen Verstand getrübt, dass du dich über die Worte unseres Gottes hinwegsetzen willst? Valendilins Blick fällt wie beiläufig auf den Berater des Königs der Vierten. Oder berät dich jemand schlecht? Im Gegenteil. Es war Bislipur, der mir endlich den Beweis lieferte. Ein Bericht mit dem Titel, wie die Fünften das Tor verloren. Es waren die Elben, die die tapferen Krieger der Fünften in ihrer Festung vergifteten. Eine hinterhältige Krankheit, verbreitet von Spitzohren in den Schächten des grauen Gebirges. Ich habe es immer gewusst. Glaube ich nicht. Verrat! Aus den Spitzohren! Möglich! Dafür sollen sie zahlen. Genug, ihr Kurzsichtigen. Es geht um die Sicherheit des geborgenen Landes. Wir müssen über unseren Schatten springen und ein großes Bündnis schmieden. Mit den Elben, ja, und sogar mit den Dritten, wenn wir das Tote Land besiegen wollen. Mein Großkönig, das kann nicht euer Ernst sein. Gefasel von einem Zwerg, der in seinem Amt zu alt geworden ist. Sind wir nicht hier, um einen neuen Großkönig zu wählen? Wir haben lange genug gewartet. Wie es scheint, werdet ihr noch etwas länger warten müssen. Der zweite Anwärter ist eingetroffen. Unsere Gäste müssen müde sein von ihrer langen Reise. Die Ratssitzung ist bis morgen vertagt. Was für eine spektakuläre Begrüßung für Tungdil. Da Buendil und Boendal vielleicht nicht jedes Detail ihres Auftrages ihm verraten, da fehlte vielleicht die eine oder andere Kleinigkeit. Sie sollten einen weiteren Thronanwärter bringen? Aber wie kommt ihr darauf, ich sei... Es wird sich alles klären. Ich habe dir ein Zimmer herrichten lassen. Bevor du dich hinlegst, statte bitte dem Großkönig und mir einen Besuch im Thronsaal ab. Das macht mich jetzt aber verflixt neugierig. Wie sieht der Thronsaal aus? Wie sieht die Festung überhaupt aus? Spektakuläre Schluchten, große steinerne Brücken, so gerade gezogen wie Autobahnen. Ein alter König mit mächtigem Bart, der allerdings kaum noch sprechen kann vor Erschöpfung. Und anscheinend Verräter, falsche Schlangen, die andere Zwergenkönige Gift in die Ohren träufeln. Welche Abenteuer stehen uns hier bevor in Ogatot.